Ja, hallo, willkommen zurück. Hier ist der Falagar mit dem zweiten Teil. Der Undine und natürlich Stellaris. So, wir hatten beim letzten Mal uns ein bisschen eingelesen in die ganze Sache. Und jetzt ging es eigentlich prinzipiell darum, dass wir erstmal den Fluktions, also den Flüssigraum, den Fluktik Space komplett erforschen, weil das ist unser Gebiet. Da werden wir wahrscheinlich völlig unsere Ruhe haben. Von daher wäre das natürlich praktisch, wenn wir da alle Ressourcen und ähnliches schon abgeknapst hätten. Ich weiß gar nicht, kommt man eigentlich hin? Es gibt keine Route. Okay, also einfach so raus aus dem Raum ist auch nicht. Okay, das müssen wir uns merken. Oder ich muss mir das merken, sonst wird es ziemlich langweilig hier drinnen. So, hier haben wir eine Bio-Welt, 25 Uhr groß. Das heißt, wir können eigentlich ordentlich eigentlich schon mal Kolonieschiffe bauen. Weil die natürlich... 190, 209 und 190. Gut, okay, wir haben, im Moment haben wir etwas Geldmangel. Das kommt vorher, weil wir Geldmangel haben. Wir konsumieren zu viel. Die schmeißen das Geld vorne und hinten raus. Und ich muss sehen, wo ich bleibe. Gut, jetzt haben wir auch keine Arbeitslosen mehr hier. Doch, wir haben Arbeitsdrohnen und die scheinen natürlich nicht direkt zu den Arbeitslosen zu zählen. Können wir noch ein bisschen die Forschung, an der Forschung drehen? Wenigstens zweimal. Möglich alles erforscht haben, was wichtig ist. So, jetzt schauen wir Entscheidungen. Was haben wir denn für Entscheidungen? Ein Research Assistent. Das lässt sich im Moment nicht erforschen. Ich sehe es gerade. Ich werde sonst verarmen. So, und Wachstum fördern. Okay. 1000 Nahrung heißt 25% schnelleres Wachstum der Bewohner und Nahrungsverbrauch. Ach, Nahrungsverbrauch plus 50%. Okay. Also, da wird dann Essen und Essen und das alles im Wechsel. Also, ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt keine UI für diesejenige, für die Undine. Das heißt, also ich muss eigentlich noch, naja, damit leben. Forschung macht das. Bauen wir jetzt schon eine Kolonieschiff. Das kostet eigentlich Geld, kostet eigentlich nie. Das ist eigentlich schon mal gut. Evasive maneuvers initiated. Die Dashell ist im Mummy-System. Feindlichen Flüssigraumdweller gestoßen. Getroffen und versucht auszuweichen. Hat sie das geschafft? Beginnt die Ereigniskette Meister des fluischen Raums. Situation Log updated. Was heißt das? Wo ist das? Was Mavi-System? Ach ja. Das hat er 2000. 2K hat er.
was hat er denn hier? So, was für ein Ereignis ist das? Der fluide Raum ist ein gefährlicher, chaotischer Ort, um diesen Bereich wirklich zu beherrschen, muss eine Spezies den Gipfel ihrer biologischen Kraft erreicht haben. Ah, ich muss 4 Master-Items erlangen. Das heißt, ich muss, kann das mal die... Das erstmal in We have mastered a new technology. Erstmal in See schieben hier die, die Sache von wegen Plattform. Was habe ich jetzt gedacht? Ja, da ist er. So, gehen wir Genmanipulation. Brutstätte. Ja, komm. Wir brauchen Leute. So, die ist jetzt davor geflohen. Hat die hier unten noch was zu. Ah, ne, hat er nicht. Können wir höchstens mal hier hingehen. Hier haben wir auch noch. Okay. Ja, ist ja Quatsch. Moment. Dann brauchen wir Schiffe. Der Zerstörer braucht. Alter! We have mastered a new technology. Moment, Pause. Was wie? Fast 3K Nahrung? So, die kam mir die gar nicht vor. Und, na gut. Ei. Gut, ein Zerstörer, so was anderes ist eine Fregatte, aber hallo. Oh. Schiffsgröße 17. Das heißt, 17 gehen schon mal weg vom von der Flottenkapazität und vom von der Kommandostruktur. So, das Befehlslimit, genau, das war's. Gehen hier bei 17, aber zwei Stück davon werden wahrscheinlich doch schon durchaus ein bisschen was. Aber 3K, na, Halleluja. So, da gucken wir mal, wer ist das? Das ist unser Chef. Das ist unser Chef. Inversionsgeschwindigkeit. Nahrung. Ist immer gut. Fruchtbarkeitsprediger. Hm, naja, was soll's. So, neue Waffen. Wichtig. Jetzt wollen wir merken. Oh, kleinen Sprungantrieb erhöhen. Dass wir Gegner hier drin haben im fluiden Raum. Müssen wir wohl oder übel erstmal das bezüglich mal verbessern. Planeten mit Arbeitslosigkeit 1, ja. Haben wir ein Jahr, ich weiß hier. Moment, das ist ja meine Heimat. Forschungsknoten, ich baue erstmal die Forschungsknoten, dann gucken wir mal. Also 1, 2, 3 haben wir schon mal. Tradition, ne? So, lass mal gucken. Die Geschwindigkeit der Starken. Quickly reach target, increase the speed within your cannot be destroyed. Und der Lichtgeschwindigkeit plus 10%. Stimmt, wir hatten ja einen kleinen Malus irgendwie, dass wir unter Lichtgeschwindigkeit nicht besonders schnell waren. Oder war es Überlicht? Ich glaube Überlicht. Sternenbasenkapazität plus 5, Reichsgröße minus 50%, das ist glaube ich das, oder? Ja. Das ist noch bei 57 bis 100 ist praktisch ohne Mali. Wenn wir dann über 100 gehen, bekommen wir Mali, die sich auf die Forschung und ähnliches ausrichten. Das heißt, wenn wir das minus 50% machen und die moralische Einigkeit plus 10%, passiert nichts. Oh doch, jetzt. Okay,
Prozent von 52 oder 57, was ich hatte, ist für mich zwar nie nur 50, aber okay. Ist wahrscheinlich ein Grundwert. Ein Grundwert wahrscheinlich. So, verfügbare Anführereigenschaften. Es gibt Anführer, ja. Was haben wir die? Ja, da haben wir hier was. Das ist der Wissenschaftler. Der kann den Unwissenschaftlern. Das ist auch ein Wissenschaftler. Chance, bla bla bla, nehmen wir das. Und was könnte die so lernen? Belastbarkeit, Lebensdauer, ja gut, wir haben plus 500 Jahre. Anführer, ich glaube 510 Jahre oder nee, ist glaube ich nicht ganz so. Ich bin da eher doch für Einigkeit, wenn sie einen Posten haben. Weil Einigkeit und Recht und Freiheit, das ist das, genau. Das brauchen wir auf jeden Fall. Hier geht es gut voran. Einfluss haben wir. Es geht voran, nur das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich muss ein bisschen winken, ne? Könnte man hier... Mal gucken, ob das was bringt. Weiter. Schauen wir mal weiter. So, das sind... Oh, das sind unsere Armeen. Kommen wir zusammen? Wo sind die? Wo sind denn die? Sind die bestimmt hier. We have mastered a new technology. Was haben wir denn? Bauputestätte? Ja, das sind sinnvolle Sachen. We have mastered a new technology. Na, dann nehmen wir natürlich die Gen-Manipulation, logisch. Was haben wir? Duranium-Schmiede. Importiert Duranium. We have mastered a new technology. Jetzt haben wir jede Menge Bergwerke. Na gut, dann. Also noch anderen. Was war das jetzt hier? Sprungantrieb plus 2. Psi-Energiefeld. Pilot, Mental Strange. Das. Wo ist denn jetzt, wo sind jetzt die Flotten hier? Gut versteckt. Was sind die? Ach, die sind auf dem Planeten, oder? Oh man, wo sind die? Geld wird jetzt langsam ein bisschen kritisch. Jetzt habe ich noch mehr Arbeitslose. We have mastered a new technology. Genmanipulation, neue Forschung. Galische Bewohner, die Forschung. We have mastered a new technology. Hauptstadt. Ach so, gut. Was war das? Das Bergwerk. We have mastered a new technology. Unterkunft der City hab erstmal Schiffe. Wir brauchen die Schiffe. Drohnen kann. Das ist auch für Schiffe. Oder größere Energieversorgung. Den neuen Rahmen kann mehr Berechnungen. Ja, das ist. Niedrigen Bestand, ja. Und eine Tradition verfügbar.
So, unterliche Geschwindigkeit, was haben wir hier? Bioverarbeitung. Schaden gegen Medium multipliziert. Er hat Glücksmöglichkeit, minus 10%. Okay, wir können länger kämpfen. Heimattemperatur, Feuergeschwindigkeit. Okay, das brauchen wir gegen die Gegner, die wir hier haben. Das würde ich gerne wissen. Was kostet das hier? Nahrung und... Muss ich das mal machen. Muss ich mal aufrüsteln. Die haben auch noch keinen... Der hat ja schon seinen Posten. So, haben wir jetzt einen Admiral. We have mastered a new technology. Und wir haben natürlich gleich kein Geld mehr. Die Kohle ist weg, die Kohle ist weg. We have mastered a new technology. Mein, es geht aber schnell hier. Das bringt... Produziert... Basis 25. Können wir mal gucken. So, jetzt müssen wir... Our ships have been upgraded. Wir sind jetzt der blöde Markt. Hier ist der blöde Markt. Wunderbar, System Survey complete. Markt. Das gegen Geld. Wir nehmen mal 500. So. Flotte ist verbessert. 1,9 schon. Schon wunderschön. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr so viel Ratsagenda, Situationsgeschwindigkeit. System Survey complete. Das will ich eigentlich jetzt gerade nicht. Nicht viel Auswahl. Hm, nehmen wir das. So, 1,9 haben wir schon. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur... Das sollte das Moment, sollte das einfach reichen. Ja! Einfach, wirklich... We have mastered a new technology. What? Über 400 Tage. Mach mal weg hier. So, Stabilität. Einigkeit plus Jobs, Freiheit plus Einigkeit. So. Das war das. Ja, wir nehmen einfach alles mit, was hier so. Was wir hier so haben. So. Hier waren wir durch. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Plus 25, das geht auch. Nochmal zwei. We have mastered a new technology. So, das sind die Geothermik-Kraftwerke. Die Beschreibung bringt es echt. Was macht's hier? Rotung und Genauigkeit ist eigentlich wichtig. Und relativ günstig. Schaden Schiffe. Okay. Da haben wir das auch. So. Was im Moment? Wieso machen wir hier nichts? So. Was macht die so? Nichts. Gehen wir mal. Hallo? Danke. So, hier erkunden. Ja, erkunden. Der möchte erkunden. Ne, möchte er nicht, er möchte was. Mal was bauen. Genau, jetzt geht's mal los. Lass uns ein bisschen ausbreiten, wie es sich gehört. Wie
können unmöglich die Galaxie erobern, wenn wir unseren eigenen Raum im Griff haben. Regionale Hauptstadt, kann ich Schwarmintelligenz 3. Ah, jetzt geht's los. So. Ökologische Kampagne, Bewohnbarkeit plus 5%. Zentrum für die Gewinnung von Biomateria. Produziert das, das und das. Einmal pro Planet, okay. Und Sklaverei, die Richtlinien, ja klar. Ein paar Richtlinien für die Sklaverei muss es auch geben. So, da haben wir das auch schon. System Survey complete. Jetzt geht's endlich mal ein bisschen voran hier. Die sind alle. Sind natürlich alle bewohnbar. Ist natürlich fett. Wo ist er denn? Schmiede. So, hier gibt's Psi Master Jobs. Der Unterhalt ist tödlich. Unterhalt. Rauskommen würde. Und wenn wir noch diesen. Fusionsreaktor. Mal gucken. Hab ich das auch? Mal gucken. Ob ich mein Geld mal gewuppt kriege, dass es mal ein bisschen vorwärts geht. We have mastered a new technology. Ein neues System erkundet. Okay, das hatten wir. Was haben wir hier? Ja. Digitale Produktion, Tritium, Abbau möglich, ja. Da vermutlich die Schilder, Gott, nehmen wir mit. Hier wird auch gebaut und gebaut und gebaut. 66% der Bio. We have mastered a new technology. Ist nicht immer gesund, würde ich mal sagen. Zumindest für alle anderen in der Galaxie ist Bio nicht gesund. So, das war dieser hier. Können wir da mal verschlüsseln, Generator. Naja, die werden schon versuchen, uns gewisses. Construction complete. Hier sind wir. Hier ist kein Schwein. Einfach so alleine. Bauen wir gleich mal. So, und da war ja noch was. Schaden. Kann man das Skill-Level? Ja, doch. Ich würde sagen, die
Vorherrschaft muss wachsen. Wenn nichts wächst, die wächst. So, und da haben wir den fluiden Rahmen langsam ein bisschen im Griff. So, wie gesagt, hier haben wir einmal, hier haben wir einmal. Das sind schon mal 2 von 4. Und ich habe 2K, 2H. Ich habe schon mal. Our science ship is under attack. Okay, das ist der nächste 2K. Dann hauen wir ab. System survey complete. Ja, einfach schon mal. Macht er ja automatisch, okay. Construction complete. So. Hier weiter. Muss man alles nehmen, was wir kriegen können. Und da haben wir Nummer 3. Und wir haben 4K. Meine Fresse, wir haben 4K, Leute. Ein Schiff ist 2K wert. Ist der fett. Hat natürlich 3K an Fresse rein gekostet. Das war schon ziemlich heftig. We have mastered a new technology. So, was bleibt da? Bleibt ja nur. Ich denke mal, da müssen wir durch das ganze System. Geht das? Ja, komm außen rum. Aber hier. We have mastered a new technology. Entweder hier oder hier dann die. Der vierte sein. So, Sprengkopfschaden nehmen wir mit. Was haben wir hier? Verschlüsselung ist sehr gut. Da nehmen wir mit. Erstmal die 605 irgendwie noch ein bisschen zusammenbasteln. Das geht schon. Das geht schon wieder. So, wir haben noch Reißgröße 50. Und wir haben minus 12. Ich freue mich. Freue mich wie verrückt. Construction complete. So, ein Glück. So, der ist fertig. Dann gucken wir mal. Forschungsstation, Bergbaustation mit Shift einfach zweimal Rechtsklick. Einmal für Bergbau, einmal für Forschung. Mit Shift macht man halt beide gleich zusammen und da hat sich der Film, da brauchen wir sich erstmal nicht mehr gleich drum kümmern. Die haben ja immer noch hier, wie sagen wir, noch Rachenherzsystem. Immer noch 10 Lithium, die wir noch nicht ausbeuten. Ich hasse es, wenn ich nicht ausbeuten kann. Theoretisch könnte man ein Biozerstörer noch hinzufügen, nur um sicher zu gehen. Ist das hier der Kommandant? Moment, wo ist denn der? Ist hier, dann würde ich doch die Feuerrate der Schiffe nehmen. So, 1, 2, 3. Dann ist hier der vierte, bestimmt, oder? Ne, hier oben kann eigentlich nie sein. We have mastered a new technology. So, das war das. Ja, plus 2 für die Städte. Das. Und dann bin ich okay. Ich bin gerade verwundert.
muss ich nur 5 Jahren. Ich habe nur 3. We have mastered a new technology. Für deine Augen. Das ist cool. Große Energiemengen, klar. Oh Mann. We have mastered a new technology. Ships have been upgraded. Werde ich erstmal jetzt pausieren und die Aufnahme beenden. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und man sieht sich. Ciao, ciao, euer Falagar.